Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Ich bin hier die ganze Zeit am Versuchen. Ich werde mal auf ihren Heiligenschein schießen. Weil das... Boah, ich bin hier am Ölen. Ja, das gibt's gar nicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, und zwar nur auf ihren Heiligenschein. Vielleicht... Vielleicht bringt das ja was. Das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und natürlich versuchen wir auch nochmal nach hinten zu schießen. Lass dich nicht davon kommen. Ganz nah dran sind wir jetzt. Mach dich doch. Guck mal, die blutet doch wie die Hulle. Ich bin ziemlich weit gekommen. Rose ist mein Kind, nicht deins. Bin so weit schon gekommen. Aua. Und immer hier in dieser Ecke. Und wieder da rein. Genug der Spielchen. Was kommt jetzt? Ich baller die einfach weg. Bam. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Ich habe keine Schüsse mehr. Oh, ich habe gar nichts mehr. Ich kann jetzt nur noch die Pistole... Ach, die Pistole, sag ich schon. Ich war gerade auch ziemlich weit hier, aber dann war wieder diese dunkle Szene. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Moon. Muss mal suchen. Aua, 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 aua. Also dieser Kampf, der ist ja echt doof. Flintenmoon, okay. Aua. Vielleicht wäre es mal schön, wenn ich mal hier was kriegen würde. Und wieder ein Schüsschen für die Müsschen. Wo ist er? Bam. Aua. Immer auf den Heiligenschein. Mal gucken. Was bringt, aber ich glaube es nicht. Du musst da irgendwann mal drauf gehen bei so vielen Schüssen. Jetzt habe ich wieder keine Moon. Da liegt was. Pistolenmoon, toll. Ja, geil. Ich kann Gestalt an. Vogel, Scheiße. Jetzt bin ich natürlich schon wieder gut bedient. Alto Belly, ey. Bams. Oh nein. Bitte nicht. Hab so viel Pistolenmoon jetzt. Da geht sie nämlich zu Boden. Dann wird es nämlich gleich dunkel. Und vielleicht muss ich hier nur in Bewegung bleiben. Bis es wieder hell wird und dann weiter. Ich bleib mal hier in Bewegung. Die kommt halt. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ja, meinst du? Und dann wird es ja gleich wieder hell. Ja. Ich verstehe deine Gefühle. Aua! Ah, da war ein Fehler. Wenn ich Rose und den Megamyth verstecke ich mich mal?
Aua! Uns schon wieder verstecken hier. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Und gib ihr eine. Alter. Und wieder dahinter. So könnte es funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das... Keine Schüsse oder was ist los? Spielen wir wieder round, round, about hier. Also. Brauche wieder ein paar Schüssis. Da liegen... Aua! Aua! Ach, Leute, das ist eigentlich machbar, der Kampf. Ich hasse sowas. Tut mir leid, aber ich kann das nicht. Das würde jetzt ein unendliches Ewig sein und wir wollen ja nur das Ende sehen, ne? Gucken wir mal, ob es wirklich so einfach ist. Ich weiß, ich habe geloost, wenn ihr das so seht, aber... Meine wunderschöne Tochter. Na komm. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich. Also in Frieden. Und zwar für ihn. Du weißt, was es bedeutet. Ich lasse dich nicht davon kommen. Ich liebe mein aua, Kind. Aua, aua, aua. Das Mann, ist nicht dein verstehst Kind. Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Und noch einmal. Aua. Aua, 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 aua. Na, vom Weh. Nein. Wo ist er? Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du keiner? Schalt einfach drauf auf dich hier. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Wo ist er? Da oben. Spüre den Zorn der Finsternis. Spüre du mal meine Granaten her. Komm, noch Schüsse, ey. Gibt's doch gar nicht. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt einfacher. Aua. Also ich finde das nicht einfacher. Wo ist sie? Ich werde meine Tochter wiedersehen. Wenn ich Rose mit den Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Muss ich da reinschießen? Oh, glaube ich nicht, ne? Warum willst du nicht? Warum nicht? Also so viel einfacher ist das jetzt hier nicht, ehrlich gesagt. Halt still, sagt sie. Alter! Ich glaube, hier gibt es gar kein Level. Aua! Ist meine Tochter, du krankes Miststück. Dein Ende. Also ich sehe hier nichts Einfacheres. Zur Hölle mit diesem.
seid dabei. Ich weiß nicht. Renn mal wieder hier rüber. Aua! Alter! Wo denn? Okay, ich hab... Alter! Gott! Das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig! Ich verstehe deine Gefühle. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Sterb! Von wegen. Da ist er doch schon. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Oh oh. Aha. Ich glaube, wir haben es. Nein. Was denn da machen? Lass uns das endlich beenden, Eve. Keine Sorge. Ich sage Rose, sie hätte nie einen Vater gehabt. Ist das das Ende jetzt hier? Jetzt. Ja. Ah! Ey, Leute, ich bitte euch. Es ist der einfache Weg. Was muss ich da machen? Ich habe doch gar keine Waffen mehr. Ey, das ist nicht wahr, oder? Also, ich sag mal, es ist ja schön, dass man einen Endkampf hat, aber... Du hast meinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden leben. Und zwar, du weißt, was es bedeutet, dass ich nicht zu davon komme. Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Das war's für dich. Jetzt sterb. Niemals. Aua. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Aua, 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 aua. Niemals. Ich bin ja auch schon... Ich bin ja gar nicht eigentlich, ne? Eigentlich bin ich ja ein Megamyzid, ne? So, jetzt ist wieder der Dunkellevel und da sieht man... Da sieht man wieder überhaupt nichts. Aua! Den Teufel werd ich! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Von wegen. Stirb. Ah, wildes Ungeheuer, du. War wieder Zeit für Licht. Ich verstehe das. Aua!
Aha. Das tue ich. Aber jetzt kannst du es Abschied nehmen. Ja, ja. Ich wollte es mit dem Megamizenten vereinen. Doch meine Tochter sich mir endlich zeigen. Und das nur für diesen Tag. Also ich sag mal von hier. Problem ist, ich habe keine anderen Schüsse mehr hier. Ah. Toll. Nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Verdammt. Wo ist er? Da ist er. Und? Habe ich sie jetzt endlich mal? Nein. Da ist er. Alter. Alter Belli, ey. Boah, erstmal ein bisschen Munimun. Ach, jetzt kommt schon wieder der Dunkellevel hier. Nein, 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 hau doch zu, ey. Und wieder in die andere Richtung. Alter. Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Komm, sterb endlich. Wir wollen das Ende endlich sehen. Ah nein, jetzt hänge ich wieder hier. Ich brauche ein Messer, ein Messer. Hä? Habe ich es geschafft? Mit dem Messer! Ich fasse es nicht. Leute. Mit dem Messer. Meine Tochter! Ah ah. Yes! Yes! Ich hab's echt geschafft. Also ich kann euch sagen. Alter. Aber ich müsste ja jetzt auch sterben, wenn ich nur aus dem... Oh, mein Baby. Rose. Rose. Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Oh. Oh nein, ich wusste es. Ich wusste es, wir müssen dann auch sterben. Oh nein. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh oh. Chris, Ethan. Das war's. Es ist aus. Es war's wohl. Beide von uns. Ethan, wir müssen los. Hä? Was zur Teufel? Oh mein Gott.
komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Oh nein. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht. Oh je. Wiedersehen, Rosemary. Oh Mann. Hoffentlich hat er noch die Kraft, da drauf zu drücken. Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Boah. Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris. Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Was gibt's? Die SAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Und wie sieht's da unten aus? Dafür werden sie bezahlen. Oh. Ja, Leute, das war Resident Evil The Village. Es tut mir leid, dass ich den Schwierigkeitslevel runtergesetzt habe. Aber ihr habt ja gesehen. Und jetzt kommt noch mal so ein Nachwort. Obwohl, nee, das ist nochmal vom Anfang, ne? Genau, das ist nochmal die Geschichte vom Anfang, wo die alles getroffen hat. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich ganz lieb bei euch bedanken.
Und ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses kleine Runtersetzen zum Schluss. Aber ihr habt ja selber gesehen in der letzten Folge, da war so oft und wieder. Und ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Weil wir hatten gar kein Heilungsmittel mehr. Hätten wir noch Heilungsmittel gehabt, dann wäre es vielleicht besser geworden. Genießen wir jetzt hier noch den Abspann. Und ich sag mal dann bis zum nächsten Video von mir, von eurer Rocklady. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einfach mal ein paar Daumen, trotz alledem. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen. Und so werdet ihr immer informiert, wenn wieder was Neues am Start ist. Und da kommt noch jede Menge. Die Pläne sind noch sehr, sehr großartig. So, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen und bye bye. Eure Rocklady, eure Miri. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, my dear.
Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß.